Sowohl Surfshark als auch NordVPN braucht man heutzutage eigentlich kaum noch vorstellen und gehören zu den leistungsstärksten VPNs der Branche. Doch die Beliebtheit macht die Wahl zwischen NordVPN und Surfshark ziemlich schwierig. Deshalb habe ich diesen besten VPN-Vergleich am Start, um dir bei der Wahl der richtigen Option behilflich zu sein. Beginnen wir mit einem Blick auf die Sicherheits- und Datenschutzstandards von NordVPN und Surfshark. Oder in einfachen Worten, kannst du den VPNs vertrauen, dass sie deine Daten sicher und privat halten? Naja, hier gibt es etwas Wichtiges zu beachten. Diese besten VPN-Kandidaten sind jetzt beide unter dem Dach des Unternehmens Nord Security vereint. Die VPNs selbst sind zwar immer noch völlig getrennte Produkte, aber es steht jetzt trotzdem außer Frage, dass ihre Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen demselben Standard entsprechen. Zunächst mal verwenden beide die gleichen Verschlüsselungscodes, die sicherstellen, dass alle Daten, die über die VPN-Server laufen, vor neugierigen Blicken geschützt sind. Außerdem gibt es eine No-Logs-Richtlinie, die verspricht, dass die Dinge, die du mit dem VPN machst, privat bleiben. Aber was ist schon ein einfaches Versprechen? Deshalb wurde das Ganze in der Vergangenheit bereits von unabhängigen Prüfinstituten bestätigt. Außerdem arbeiten beide VPNs auf RAM-basierten Servern, was die Datenschutzversprechen weiter untermauert. An dieser Stelle ist der einzige größere Unterschied in diesem NordVPN vs. Surfshark VPN-Vergleichsteil die Tatsache, dass Surfshark in einem weniger datenschutzfreundlichen Land liegt, nämlich in den Niederlanden. Da Surfshark eine solide Datenschutzpolitik hat, ist das aber nicht wirklich ein großes Problem. Aber es gibt NordVPN einen Extrapunkt, da sein Gerichtsstand im sehr datenschutzfreundlichen Panama liegt. Wenn dir vor allem die Sicherheit am wichtigsten ist, dann ist NordVPN wahrscheinlich die bessere Wahl. Für welches VPN du dich letztendlich auch entscheidest, ich habe die aktuellen BestVPN 2024 Angebote und Deals in der Videobeschreibung unten und im Kommentarbereich aufgeführt. Als nächstes habe ich mir NordVPNs und Surfsharks Speed angesehen. Um ganz ehrlich zu sein, wenn du selten bis nie Geschwindigkeitstests machst, fühlen sich diese VPNs ziemlich ähnlich an. Ich habe einige Tests an drei Standorten durchgeführt, aber die Unterschiede waren wirklich äußerst gering. Während NordVPN insgesamt etwas schneller ist, sind die Ergebnisse von Surfshark genauso beeindruckend. Du wirst also auch bei bandbreiten, intensiven Aktivitäten ein reibungsloses Surferlebnis haben. Beachte aber bitte, dass du wahrscheinlich nicht genau die gleichen Ergebnisse erhalten wirst wie ich, denn die Leistung hängt ja auch immer von deiner ursprünglichen Internetgeschwindigkeit, dem gewählten Server, der Entfernung und der aktuellen Auslastung ab und Millionen anderer Dinge. Aber im Großen und Ganzen sollte die Beibehaltung der Geschwindigkeit ziemlich ähnlich sein, also etwa 90% bei beiden VPN-Optionen. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass NordVPN mir als VPN für Gaming besser dient. Ich erlebe kaum eine Latenz, selbst wenn ich mit einem Server im Ausland verbunden bin. Und NordVPN ist auch meine erste Wahl für Torrenting, da es P2P-optimierte Server hat, die sicherstellen, dass die Torrenting-Geschwindigkeit erstklassig ist. Klar, Surfshark erlaubt Torrenting sogar auf all seinen Servern, aber ich habe festgestellt, dass ich etwas niedrigere Geschwindigkeiten erhalte, wenn ich es für diesen Zweck benutze. Dennoch muss ich sagen, dass ich im Vergleich zwischen Surfshark und NordVPN Surfshark VPN für Streaming bevorzuge. Es deckt insgesamt mehr Länder ab, 100 gegenüber 61 Ländern, die NordVPN anbietet. Und es ist dann eine recht einfache Rechnung. Mehr Standorte bedeuten letztendlich auch mehr Inhalte. Außerdem muss ich mit Surfshark nur selten Fehler beheben. Ich muss mich einfach nur mit einem Server verbinden, die Seite der Streaming-Plattform aktualisieren. Und das war's. Aber Vorsicht, das soll jetzt nicht heißen, dass NordVPN nicht auch mit Streaming umgehen kann. Surfshark macht es eben einfach nur ein bisschen besser. Okay, all diese Geschwindigkeits-Gaming-, Torrent- und Streaming-Tests zeigen mir, dass beide Anbieter die grundlegenden VPN-Funktionen beherrschen und das sogar sehr gut. Aber wenn wir mal in die einzelnen Apps und Funktionen genauer reinschauen, werden wir ein paar Unterschiede erkennen. Wenn ich zum Beispiel meinen Windows-PC nutze, greife ich eher zu NordVPN. Ich mag die Landkartenoberfläche und wie übersichtlich die App insgesamt aussieht. Außerdem habe ich bei meinem ausführlichen NordVPN-Review festgestellt, dass es hier deutlich mehr exklusive Funktionen gibt, wie den Bedrohungsschutz, der Werbung blockieren und Malware beim Herunterladen abfangen kann. Darüber hinaus gibt es noch MeshNet für sichere Remote-Verbindungen und eine ganze Liste von Spezialservern, die sich hauptsächlich auf Anonymität konzentrieren. Ja, und das ist es im Grunde, was NordVPN abhebt.
Bedenke nur immer, dass ein hohes Maß an Anonymität auch oft die Geschwindigkeiten senkt, da dein Datenverkehr entweder über zusätzliche Server oder Tor-Knoten geleitet wird, wie im Fall der Funktion Onion over VPN. Die Windows-App von Surfshark VPN ist zwar ebenfalls leistungsfähig, aber die Funktionen sind etwas anders, irgendwie ein bisschen lässiger. Was die Spezialserver angeht, so bietet Surfshark Funktionen wie Static IP, die dir dieselbe IP-Adresse zuweist, wenn du dich mit demselben Server verbindest. Was hilft, eine Menge Capture-Anfragen zu vermeiden. Das ist also letztendlich keine Funktion, die die Privatsphäre erhöht, sondern eher die Lebensqualität verbessert. Hier zeigt sich der Ansatz von Surfshark, ein zuverlässiges VPN anzubieten, das sich vor allem an Gelegenheitsnutzer richtet. Okay, kommen wir zurück zu den Unterschieden. Es gibt eine Funktion von Surfshark namens Clean Web, die ähnlich wie Threat Protection Werbung und Tracker blockieren kann, aber keine Funktionen zum Scannen von Malware hat. Dafür müsstest du Surfshark Antivirus kaufen, das im Tarif Surfshark One enthalten ist. Wenn du also ein Cyber Security Bundle haben möchtest, lohnt es sich auf jeden Fall, denn du bekommst einen robusten Virenschutz, ein leistungsfähiges VPN und eine Reihe anderer Tools, die sich auf den Datenschutz konzentrieren. Und dieses große Paket ist sogar immer noch etwas günstiger als der Basistarif von NordVPN. Aber wir werden gleich noch genauer über die Preise sprechen. Vorher will ich aber erstmal hervorheben, dass Surfshark mit seinen mobilen Apps wirklich glänzt, insbesondere für Android. Sie verfügt über einen exklusiven GPS-Spoofer, mit dem Ortungs-Apps ausgetrickst werden können, sowie über Split-Tunneling und alle weiteren wichtigen VPN-Funktionen, was die App absolut umfangreich macht. Bei meinem großen Surfshark-Review fand ich sie insgesamt aber etwas einfacher als die mobilen Versionen von NordVPN. In der Surfshark-App ist es leichter, Dinge wie spezielle Server und Einstellungen zu finden oder auch die Suchleiste, um einen bestimmten Serverstandort zu finden. Für Mac-User gilt, ihr könnt euch eigentlich nach Herzenslust aussuchen, welches VPN ihr nutzen wollt. Beide macOS-Apps dieser Best-VPN-Auswahl sind modern und sehr einfach zu bedienen. Wenn du dich für NordVPN entscheidest, solltest du dir die App aber auf keinen Fall aus dem App Store holen. Erstens ist sie weniger leistungsfähig und zweitens bekommst du nicht den vergünstigten Preis, wie bei der Version, die du direkt auf der Website bekommst. Gehe hier also unbedingt den Weg über die offizielle Website. Außerdem bekommst du dann, wenn du möchtest, über den Link in der Videobeschreibung unten automatisch noch einen Rabattdeal obendrauf. Lohnt sich also wirklich. Und wenn wir schon beim Thema sind, lass uns endlich noch kurz über die Preise sprechen. Nach allem, was ich in diesem Surfshark vs. NordVPN Review erwähnt habe, stellt man sich vielleicht die Frage, welches VPN sich jetzt denn unterm Strich mehr lohnt. Und hier gibt's ein paar Dinge zu beachten. Wenn du einfach nur ein gutes und günstiges VPN willst, solltest du Surfshark wählen. Wie schon gesagt, ist sogar der Bundle-Tarif von Surfshark günstiger als NordVPN. Und außerdem gibt es bei Surfshark im Gegensatz zu NordVPN keine Beschränkung für gleichzeitige Verbindungen, sodass du das VPN mit Freunden teilen und den Preis aufteilen kannst. Dennoch würde ich behaupten, dass NordVPN mehr Funktionen hat, was das Preis-Leistungs-Verhältnis ausgleicht. Und um fair zu sein, es gibt noch viel teurere VPNs, daher ist NordVPN immer noch erschwinglich, vor allem, wenn du dich für einen langfristigen Tarif entscheidest. Falls du noch ein bisschen Bammel hast, dich sofort zu binden, bedenke einfach, dass beide VPNs auch eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie für jeden einzelnen Tarif anbieten. Wir haben jetzt also eine Menge Dinge besprochen, die dir helfen sollten, das VPN zu wählen, das am besten zu deinen Bedürfnissen passt. Aber lass uns die Ergebnisse dieses NordVPN vs. Surfshark-Vergleichs nochmal kurz zusammenfassen. NordVPN ist besser geeignet für Sicherheitsliebhaber und für diejenigen, die einige einzigartige Funktionen wünschen. Meiner persönlichen Erfahrung nach ist es auch etwas besser für Gaming und Torrenting geeignet. Surfshark hingegen leistet hervorragende Arbeit als preiswertes und dennoch leistungsstarkes VPN, das sich vor allem an Gelegenheitsnutzer richtet, die einfach nur ein VPN zum Surfen oder Streamen suchen. Wie schon gesagt, ist es vor allem für Letzteres hervorragend geeignet. Nicht zu vergessen, das Antivirus- und VPN-Bundle, das Surfshark zu einem leistungsstarken Sicherheitspaket macht und gleichzeitig fair bepreist ist. Okay, ich hoffe, das hilft. Lass mich wissen, für welches VPN du dich entschieden hast und wenn du noch vor der Wahl stehst, wirf unbedingt einen Blick auf die aktuellen Rabatte, die ich in der Videobeschreibung angegeben habe. Danke fürs Zuschauen und vergesst nicht, einen Like zu hinterlassen und uns zu abonnieren, um dabei zu helfen, 10.000 Abonnenten zu erreichen. Vielen Dank und bis bald.